Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge im Bus, im Zugfahrsimulator, lieber Spaß, im LS19, im LS19 Alpine DEC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Ja, wie gesagt, wir machen natürlich jetzt die zweite Rundfahrt, dass der Philipp jetzt auch mal sehen kann, was ich gerade gesehen habe. Und Flo, warte mal, ich glaube, wir können das zusammen machen, wenn du einfach dann kurz vorher volle Möhre bremst, wenn... Und dann ganz langsam fast schon mit die Einzige kommt und gleich wieder einsteigst. Wir können es gerne mal ausprobieren. Muss noch weiterfahren. Ich weiß. Oh, schön, schön. Ey, ich sehe dich auch. Ich bug diesmal nicht mal. Ja, weil der Beifahrer bist. Also ich bug auch nicht, ich fahre ich das schön in meine Runden. Also weil mein Stückchen haben wir noch, da vorne kommen wir aber dann gleich raus. Normalerweise bald. Ich werde schon mal das Bremsen anfangen. Geh mal vom Gaspedal. Der wird ja gar nicht langsam, ich muss bremsen. Obwohl, ne, warte mal, du kannst noch ein bisschen fahren. Da kommt noch eine Überfahrt. Okay. Jetzt sind wir, jetzt bewegt sich, jetzt musst du bremsen an. Brems, brems! Jo, ich bremse. Gut, das könnte knapp werden, ne? Oh. Also. Bist du draußen? Ja, als, hä? Als ob man jetzt. Ich dachte, man wird erst rausgekickt da vorne dann. Aber nee! Gut. Ich dachte, man kommt. Achso, ja dann. Hallo! Nein! Ey, wieso? Was soll denn die Scheiße hier? Wieso bist du da rausgeflogen oder was? Ich bin raus. Hallo! Wo bist du? Da vorne fährt er. Ich hol den mir! Jetzt komm wieder! Den hol ich immer! Also dampisch! Hä? Ja gut, ich gehe dann mal wieder weiter zum Arbeiten, ne Jungs? Oh, schau, ich hock wieder drin! Mit F11 geht alles, du! Kann ich jetzt? Oh Mann! Naja, so schaut er gerade. Oh, schön! Kann ich jetzt einen Helfer machen? Nee, kann ich natürlich nicht. Man kennt's. Ich gehe dann mal weiter sammeln, ne? Wenn man mal Radio hier on soll. So. Dann können wir kurzen, witzigen Zug fahren, aber hier mal wieder weiter. Wir müssen unser Feld auch mal wieder weiter bestellen. Ja, okay. Ja. Ich glaube, das neue Update ist wegen diesem Bug gekommen, oder? Ich weiß es nicht. Aber im Prinzip, ich weiß nicht. Wir können es mal ausprobieren, ob das auf dem Felsbrunnen auch funktioniert. Weil im Prinzip... Also ich glaube, wir sind die Ersten, die wir das entdeckt haben. Kann gut sein. Ich muss halt den Zug dann nochmal einmal die gleiche Ding machen, dass ich drin bin, weil ich brauche dafür noch einen Sandmensch. Oh nee, ernsthaft? Ja, aber das haben wir ja schnell. Normalerweise kann ich... Ich würde es dann auch einfach mal ausprobieren, ob ich einfach aussteigen kann. Also ich kann nicht auf den Fahrer sitzen, ne? Ja. Schon fliege ich raus, habe ich gerade herausgefunden. Aber also man muss wirklich im Beifahrer sitzen bleiben. Aber du kannst dann immer noch rumfliegen. Der Vogel, ja gut. Also ich komme zu Out of Map. Der Vogel geht's auch gut. Alles gut ist, wir haben keine Fehler deswegen. Also ja. Habe nichts kaputt gemacht. Ich fahre ja noch ganz gemütlich, ne? Ich komm bald wieder. Ich fahr gerade an Fett 2 vorbei. City. Ach, da oben bist du ja schon. Ja. Seh ich dich eigentlich den Namen? Ich hab gedacht, wir kommen auf die Felsbrunnen und müssen selber abladen. Ne? Das ist ja mal mega kacke. Aber ich glaube, das wäre vom die können, das wäre glaube ich gar nicht möglich, dass das geht. Jetzt wir fahren gegen eine Wand. Wir sind unter einer Wand. Wir sind. Es kommt Bilder. Warte, ich muss ich da seid ich in den Tunnel rein, ne? Ja, das habe ich auch. Das war bei mir auch so. Warte mal, ich muss da. Nee, ich will nicht den Anhänger zurücksetzen. Da muss ich hin, weil ich muss ja den Zug anhalten. Ich bin wieder in der Map. Ja, warte. Kommt, da vorne kommt er. Ich muss den rechtzeitig erwischen. Bremse! Ich spamme E. Also,
Oh. Oh. Ich war kurzzeitig im Zug. Ja, okay, dann mach den Motor aus und müsst jetzt ein bisschen weiter arbeiten hier. Schon kommen wir gar nichts mehr dazu. So, warte. Ich war jetzt das leer, weil ich. Vielleicht habe ich hier die Motor was. Hm? Die Hilfe brauchen wieder anschmeißen. Ja, wo muss ich denn da raus? Da vorne, ne? Ja. Da. So. Ich check's auch bis heute nicht, wieso die Spur rechts breiter ist als links. Aber gut. Das ist aber warum vorne... ich check's halt auch nicht, warum er hier gehäckselt hat, ne? Ja. Das andere ist, hat mich verwundert, dass er überhaupt. Ja, okay, doch, ne, das geht ihm noch nicht mal. Aber ja, das sowieso er gehäckselt hat, das weiß ich auch nicht. Da fragst du den Falschen, ne? So, ich komme wieder mit den Hängern, ne? Hast du die Hilfe angesetzt? Weil ich hab ja. Dann, ja, okay, gut. Weil ich hab dann bald nichts mehr zu tun. Wenn da keine Schwatt mehr liegt. So. Geh ich mal dann. Also ich soll ja nicht mit voll Karo fahren. Da hat tut den ganzen Nische gut, ne? Ah, drei wieder. Mal ein bisschen aus, dann holt jetzt. Gehst du zum Thema? Kommt heute jetzt nicht so stark? So. So, ich wollte langsam tun, was zu sonst der nicht gefederten. Warte mal, ist das gefedert? Normalerweise nicht gefedert. Der nicht gefederten Vorderachse zu gut. Wie viel Stroh haben wir jetzt eigentlich schon im Lager? Ey, wenn wir sagen, an die 150.000? Oh. Keine Ahnung. 116. Ich glaube, wir könnten da noch mal ein bisschen. Warte, wie ist der momentane Strohpreis? Alter. Es ist schon irgendwie ein bisschen lächerlich. Aber Stroh gibt immer mehr als wie Heu. Um 1 Euro. Um 1 Euro, ja. Gras gibt einfach auch mehr als Heu, ne? Ja. Irgendwie ist Heu der schlechteste, was du hier machen kannst. Im Standard schon anscheinend, also weil wir sehen sie ja so auf der Rade haben wir ja Heupreise. Ist ja das Beste, was du verkaufen kann, oder? Wir haben Heupreise von teilweise 340 Euro. Und da schon ja. Und das ist nicht hochgeschraubt. Also wir haben da nichts gemacht, das ist einfach standardmäßig unter Karte so. Also ja. Ich glaube, den Rest, was ich jetzt am Strom da runterhole, verkaufe ich, oder? Weil wir, was sollen wir mit so viel Stroh? Wir haben momentan noch keine Kühe. Und zweitens, die brauchen auch nicht so viel dann, schlussendlich. Und wir haben ja auch noch Ballen daheim, also. Der ist auch noch, ja. Und wir haben Geld dringend nötig. Wir haben 100.000 Euro Schulden, oder beziehungsweise Kredite, wo wir zurückzahlen müssen, oder sollten. Wir wollen uns den Drescher kaufen. Brauchen wir sonst noch irgendwas dringend momentan? Nee, ne? Glaub's nicht. Den, Ding aufbau für ein Ding. Also stimmt, den Ladewagen auch für den Unitrag, aber der war glaube ich nicht so teuer, 15, 25.000. Ich glaube das war 30. Oder 35, irgendwie sowas in dem Dreh. Warte mal, wo ist denn eine Spur? Ah da. Ich stehe drauf. Ich seh's, egal. Du musst da lang, ne? Ja, warte. Entlad bitte nicht. Ich mach mir das Rohr nicht, dass ich eben nicht entlade. Ja, und ich glaube. Oh Gott, ich lasse das stehen. Ich glaube, das wäre sich auch von der Höhe vom Rohr nicht ausgegangen, mit dem Ladewagen. Habe ich so übel wie das Gefühl. Ganz knapp. Ne? Ja, ich weiß. Also ganz, ganz knapp. Dann macht der Helfer da vorne fertig. Nee, das ist kein Helfer. Da ist keiner drin, den fahre ich selber. Darf ich nicht? Nee, ich war nur, weil er am Ende stand und da dachte mir, dreh er um. Nee, er dreht nicht um. Und er dachte mir, ist ein Helfer drin? Ja, nie. Und dann, okay. Nee, aber null Probleme. Also im Prinzip ist es ja wurscht, wer fährt, ob jetzt der Helfer fährt oder du. Doch, nee, doch ist es. Es ist nicht egal. Ich kosch kein Geld, der Helfer ja. Schon. Stimmt auch wieder. Das Ding ist halt, ich habe halt immer den Drescher eingeholt. Also.
So, Tempomat wieder hoch. Wie schnell sollten wir eigentlich sinken fahren können mit dem? Wenn ich hier warte, kann ich ja jemand jetzt gar nicht so 130 PS haben wir. Kollege, Kollege! Oha! Was geht denn mit dir ab? Das habe ich ja bis dato noch nie von dem Hilfe gesehen. Der hat mir einfach gerade weggerammt. Ich stehe so seelenruhig hinter dem. Und plötzlich fährt er rückwärts und drückt ihn weg. Kann der vielleicht etwa Aufbau liegen? Ich weiß es nicht. Ein normaler. Daran liegt, dass der Aufbau beim Helferbau nicht mit dabei war. Die gute Fronthydraulik, Alter. Die ist jetzt noch mehr an meinen Traktor angepresst als vorher. Ich war gerade so erstaunt, weil normalerweise beschwert sich der Helfer und sagt, oh, ich stecke im Verkehr fest, da steht ein Objekt. Und jetzt raubt er mich einfach weg. Das geht auch nicht. So, warte, ich bleibe jetzt im Sicherheitsabstand. Oh, wo soll ich denn hin? Das weiß ich auch nicht. Warte mal, wo wollte ich eigentlich nachgucken? Genau. Hallo? Ich sehe jetzt eigentlich mit unserem Acker. Was ist denn jetzt los? Ich bin auf einmal rückwärts gefahren, ne? Hab nichts mehr machen können. GPS an, ja, oder? Also, ich hab den. Also, GPS war aus. Das geht auch nicht. Hier steht noch eine Spur. Ja, ich weiß. Also, du fährst mit GPS. Ja, ich fahre mit GPS. Ja, das hat auf der Karte so winzige Streifen ausgeschaut. Da dachte ich mir, da sind wir so ein bisschen was stehen geblieben. Aber, ja, 3 Meter auf der Karte schauen, was steht eigentlich hier noch? Ach, das ist der Schnellwerksorgen. Der Kata-Trailer, wer kennt ihn nicht? Den können wir eigentlich wieder zurückgeben. Ja, eigentlich, ich mach das einfach mal. Weil im Prinzip, der kostet uns nur Geld, wenn es auch nur ein paar Euro sind. Steht das hier irgendwo? Ich geb ihn zurück, okay, nichts machen. Okay, Flo? Ich bin schon drin, soll ich zurückgeben oder willst du? Ich halt nach, ob er schon zurückgegeben ist. Stell mir vor, wir wollen sich beide zurückgeben, ne? Du gehst schon zurück und dann gehst du leicht vor und gehst schon auch noch zurück, dann ist Schneidwerk weg. Das wäre fatal gewesen. Wäre so ein typischer Moment von uns. Ja. Nachdem das Schneidwerker schon mal, das Mähwerker schon mal doppelt gekauft wurde. Oh Mann. Das war also noch lag und es stand ein zweiter. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Ich komme hier aber nicht dafür. Ich soll vielleicht auf Allrad einschalten. Ist langsam dann voll geht oder? Der auch vielleicht ein bisschen besser. Der Helfer ist voll. Ja, doch voll. Soll ich abfahren oder willst du? Der steht doch mit Ding in der einen Seite. Ja, drüber. Ich weiß. Ding. Weil der hat's auch schon fast. Ich gehe mal riskant, ne, aber. Oh Gott, das war aber für auch nicht so. Wackelig. Oh, ja, gut, ich hab's unten in der Bar. Dann funktioniert alles so wie es soll. Ey, muss ich jetzt was umstellen, du? Ich weiß es nicht. So was gibt's. Und zwar gut. Ach du Scheiße, teuer waren das bitte. Bei der Bisschen hat er bis jetzt gearbeitet, also ist das so. Also wenn ich so einen Stundenlohn kriegen würde, dann ja, wäre ich auch gerne Helfer. 536 Euro in der Stunde, der war doch mal billiger, oder nicht? Nee. Ne? No. Oh, ich hoffe. Ja, doch, der Zug müsste noch weit genug weg sein, oder? Dass die Schranke oben ist. Oh, warte, ich habe gar nicht nachgeguckt. Kann man Stufe kaufen? Aber schon, okay. Es gibt nur einen Verkaufspunkt und den kennen wir ja. Hat er eben? Ja, nicht. Oh, das ist jetzt offen, wunderbar. Und schon schnell die minimales Problem schon. Du kommst doch wohl durch.
Hm? Du hast Steier. Ja. Stehst du einfach die Schranken auf die Seiten. Ja. Hier ist auf jeden Fall der Tier hinter meines Erachtens. So, da ja. Oh Gott. Eieieiei. Das war so nicht geplant, du. Ich wollte ja eigentlich sagen, mal gucken, was da hinten liegt. Die sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ey, wir brauchen irgendwann mal den Fronttank dafür, gell? Hm, für die Sämaschine? Hm. Gibt's für die Sämaschine einen Fronttank? Ich dachte, das gab's nur für die 6 Meter. Von Quellenland gibt's einen Fronttank, das weiß ich. Aber den kann man doch nicht, der ist doch nicht für die konzipiert, der ist doch für die, weiß ich mal, ob der Stoppenbach hatte für die. Normal ist es eigentlich für alle Sämaschinen konzipiert. Warte, ich guck mir das mal kurz an. Da ist er. DF2. Ja, normal schon, weil. Aber es. Nee, ich glaube. 1500 Einnahmen Ernte, das geht eigentlich voll. Es ist halt. Es hat, meines Erachtens war das. Hat doch Dingens nur. Heuer hat doch nur Ding. Hat doch nur 1000 gebracht, oder nicht? Was? Stroh? Heuer meine ich damals. Oder sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Oh. Ah ne, ich glaube, das stimmt, das war mein Ding. Ne, alles gut. Hä? Hab mich gerade getäuscht. Egal. Der Fronttank für die Sämaschine. Also als zusätzliches, da ist ja dieses. Doch, da gibt's einen Fronttank für. Echt jetzt? Also ja. Ich habe nur den einen gesehen und der ist halt für die DF2 10. DF2 plus NGF100F35. Genau, aber das ist doch nur die große. Weil wir haben ja die E drin. Die 3 Meter. Ah, das passt auch los dazu. Wegen ab Dünger wäre es gewesen. Ja, Dünger. Aber, nee, unsere kann er, das geht ja dann nicht. Weil unsere kann es ja nicht. Trotzdem geht es dann. Hm? Wenn man vorne in den Zusatztank Dünger reinfahren kann, geht es. Normal. Dann düngt die mit, doch. Also ich glaube, so viel Erfahrung habe ich in Melis schon, dass das auf jeden Fall nicht funktionieren wird. Wir können es gerne mal offline austauschen auf einer anderen Karte. Oder uns das Geld da wieder gut schreiben, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass das nicht funktionieren wird. Geht, glaub mir. Ich habe das schon so oft gemacht. Ich habe schon die verschiedensten Kombis ausprobiert, ne? Aber das kann nicht gehen, weil die Sämaschine ist für Dünger überhaupt nicht konzipiert. Ich habe schon diese. Oh, wir sind durch, diese, ne? Mit ich habe auch schon diese zwei. Größte Standard Einzelkorn-Ding. Mit dieser Federstedt Fronttank oder mit diesem Lampenfronttank macht, das geht. Also wenn das geht, dann ja. Ich habe auch schon mal die Quenneland Optoma V mit Dünger gefüllt und vorne dran, das ging auch. Welche? Diese Sämaschine von Quenneland, diese Standard Optoma V. Bei der Einzelkonziertechnik, ne? Mit dieser Great Plains Ding. Ja, aber das kann schon. Die habe ich bloß mit Dünger gefüllt, ne? Das ging dann auch. Also. Ja, weil. Was denn das alles geht? Ja, aber nichts kann nicht gehen. Weil die Sämaschine ist für Dünger überhaupt nicht konzipiert. Die kann es normalerweise. Die hat keinen Changelog-Eintrag oder beziehungsweise keinen Eintrag, damit die düngen kann. Du kannst den Fronttank schon ranhängen, aber du kannst vielleicht auch Dünger reinfüllen. Aber das wird nicht funktionieren, du kannst damit nicht mitdüngen. Kannst du ja mal ausprobieren. Wir können es gerne mal ausprobieren, aber ich sag zu 99%, das geht nicht. Auf der Playstation ist es gegangen, also. Hattest du auf der Playstation Fernland? Nee. Nee, aber es gibt eine von NLS Standard Fernland. Nur wir doch mal ausprobieren. Wenn wir irgendwann rich sind. Das
wenn wir rich sind, werden wir fast die Maschine mit Dünger integriert haben. Flo. Ja. Also, die Frage ist halt. Was haben wir dann falsch gemacht, wenn wir dann immer noch bei der E3 sind? Ja. Oder nicht? Ja, wenn wir dann immer noch sind, dann haben wir echt nicht so gut gewirtschaftet. Also wenn wir überall so Hightech sind, bis auf da, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ja, das auf jeden Fall. So. Aber der Lindtrack, der schafft es easy, der 130er. Ja, der hat 6 PS mehr, als wie die Seemaschine braucht. Der läuft dann. Das hört sich ja komisch an, der. Der hat ja 6 PS mehr. Irgendwie schon. Auf der Rade sagen wir, ja, der hat ja 2100 PS mehr. War das? Oh Mann. Oh Mann, ach ja. Also wir haben gleich das Dreschen abgeschlossen. Ja. Geil. Wie können wir den Dresser zurückgeben? Der hat uns, glaube ich, nur einmal Miete gekostet, soweit ich weiß, oder? Ja. Ich zähle jetzt dann die zwei Bannen nochmal, dann mache ich den Helfer wieder rein. Dann können wir... Dann ist es angesiedelt. Dann können wir ein bisschen vorspielen und wieder mähen. Ja. Dann kannst du gleich nochmal abtanken. Ich bin gerade nochmal am Abtanken, dann können wir den gleich zurückgeben. Und dann nochmal die restlichen, Gerste verkaufen. Da kann ich nämlich nochmal meinen Sandmüll machen. So. Drescher ist leer. Dann gehen wir das wunderschöne Teil zurück. Da habt ihr ihn, warte mal. Da seht ihr ihn das letzte Mal für momentan, aber er wird wahrscheinlich bald wieder kommen. Zurückgeben, jo. Zurückgeben, jo. Und somit ist sie. Beziehungsweise sind die gemieteten Fahrzeuggeräte. Sind wir wieder schuldenfrei beim Händler? Ja. So, ich fahre jetzt nochmal dieses restliche Stroh verkaufen. Da ja, wird auch nochmal so 700 Euro geben. Würde ich mal schätzen. Kann auch gerne mehr sein, haben wir auch nichts gegen. Einfach mal so sagen, so, ja, wie viel macht's denn? Ja, wird es 700 Euro, also, ja, 700 Euro werden es ungefähr überwiesen. Kann, also ich habe auch nichts dagegen, wenn es mehr wird, ne? Ja, ich glaube, da hat niemand was dagegen. Doch, der, wo das Zeug nimmt. Da ist natürlich, ja. Außer der Switch. Ja, so drei Tasten könnte ich schon noch mit drauflegen. Ja, ja. Ja, ja. Geht schon. Ich weiß nicht warum, aber der Lindtrack, wenn der eine ist, schaut der vorne irgendwie aus, wenn er zwei Augen hätte mit wegen den Lichtern. Und dann wegen den Tagverlichtern wie so ein Mund so. Ist so. Ja. Das muss man ja sagen, zum Beispiel wenn jetzt als Beispiel die 1950 oder Deutz Serie 9 oder sowas. Von der Motorhaube haben die ja alle ein eher aggressives Gesicht, ne? Ja, halt irgendwie ein knuffiges Gesicht. Im Gegensatz zum Steier hier oder so weiter, wenn du da guckst, zwei knuffige Augen, Scheinwerfer und dann halt eben die Zapfe oder so das Mund oder so weiter. Das hat dann natürlich ganz anders da ausgeschaut, aber die heutigen Traktoren müssen natürlich auch aerodynamisch sein. Wenn das jetzt so eine, in Anführungszeichen, senkrechte Motorhaube nicht gerade das aerodynamische ist, aber mal, der Motor muss halt auch irgendwo untergebracht werden. So, kann ich jetzt mal wieder abladen? Kann ich nicht. Muss ich jetzt erst weiter nach rechts? Wenn ja, dann ist der Trigger echt nicht so optimal gesetzt. Oh, ich fahre jetzt nochmal abladen. Kann. Du kannst dann auch gleich noch, dann fahre ich gleich nochmal den Zug und du magst. Ja, warte, ich steige ein, weil da kann ich nochmal meinen Sonnen dann gleich machen. Ja, du musst Speisfahrer machen, sonst geht es ja, nicht. Ja, ich weiß. Oder warte mal, du kannst schnell fahren und dann unterm Rollen einen Beifahrer machen. Unterm Rollen? Nee, ja, ich fahre einfach. Machen wir es sofort du und dann versuchen wir das, was du vorhin mit mir versuchen wolltest.
bin ich schon? Da drüben ist der Zug. Dieses kurz bevor aussteigen und dann wieder einsteigen. Kann man da eigentlich rein? Ne, kann man nicht, ne? Oh, ist das schön, was wollen wir sagen? Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Schwarze so. Hier. So, ich bin auch gleich. Bist du am Abladen? Ja. Und dann stelle ich mir gleich den Zug. Wenn wir noch die Abdeckung schließen, schon schaut es so komisch aus. Gib Gummi zu. Ne, warte mal, ich muss den ja wieder schon wieder bremsen. Damit ich da nicht vorbeiroll. Ich komme! Ich spamme R. Muss S spammen. S? Ja, zum Bremsen. Oh. Nee. Bleib mal stehen! Ah, ich bin gerade am Auswählen, hier steht klar. Du musst stehen bleiben! Ja, warte. Er ist voll. Ich renne durch das Wasser durch, ne? Ah, sie sind wieder da. Ich rutsch wieder hinter. Jetzt? Siehst du mich? Also du, diesmal hockst bei mir drin. Ich rutsch aber hinter. Ich bin wieder hinter der Tür. Also ich bin bis dato immer schon auf meinem Platz hier. Ja, ich hab ein schöner Pony. Bei mir fallen noch 83, laut 80, nach 80 kann man. Ist das Holz? Egal. Ja, wir können, wir haben ja auch ein Krankenhaus, ne? Ja. Jetzt ist bemerkt. Ja, da hat er so ein Bürogebäude und jetzt gerade habe ich da oben so ein rotes Kreuz gesehen und dachte ich mir, warte mal. Das sieht nicht sehr nach dem Krankenhaus aus. Ich muss sagen, die haben ja auch hier viel mehr Detail jetzt auch reingesteckt von dem Ganzen. Ist schon schön hier auf der Radio, ja. Ich bremse jetzt schon mal. Ich mach das Tempomat runter auf 1 km/h. Ja. Da vorne ist eine Ampel. Fahren wir gerade 1 km/h? Na, fahr 3. Jetzt 5. Wir können eigentlich noch ein bisschen schneller fahren, oder? Warte mal, wo warst du, Level, oder wurdest du rausgekickt? Weil ich glaube vorne beim Backstein. Ja, bei dem roten Haus, weißt du, ich glaube beim Backsteinhaus. Ein normales Haus. Also Leute, müsst ihr jetzt allen den Daumen drücken, Philipp den Daumen drücken, dass er einsteigen kann und mitfahren kann. Da bin ich endlich nicht alleine unterwegs. Ja. Das wäre geil. Ich wollte noch gehen. Wollen jetzt auch noch mal so ein Schokoladen irgendwie haben für den Zug. See. Ah ne, für Holz. Da oben sind die zwei Züge, die vorne gesehen. Also irgendwo hier vorne wird mir dann rausgekickt. Bei der Ampel, glaube ich, bei der Bahnübergang oder so. Soweit ich weiß. Scheiße, ich bin rausgetappt. Oh. Steig oben und bremst! Er steht bei mir. Also wir fahren nur minimal. Ich bin gerade am Vollsprinten, ne? Flatsch, flatsch. Na, wo ist er denn auf der Karte? Oh! Ah, da ist er wieder. Gar nicht. Der ist ja wohl mal den Pfeil. Wir fahren 3. Aber ich glaube, das kannst du nicht vermeiden, dass du rausgekickt wirst. Das nicht, nee, aber ich glaube, das kann man vermeiden. Die Frage, dass man da noch weiterfahren kann. Oder ist der vielleicht vorne ab der Ampel? Der ist irgendwo da vorne, ja, auf jeden Fall ab der Ampel oder so weiter. Ist halt auch rausfinden, wo genau das ist. Mhm. Ein normaler ist es bei der Ampel. Das war auf jeden Fall hier vorne gleich beim Bahnübergang. Da hat es mich irgendwann rausgekickt, soweit ich weiß. Ja. Weil da können wir immer darauf gefasst sein. Weißt du, die Autofahrer halten da dann so, würde sich da so halten, denken sich so, dann kommt der Zug. Also, ach, da kommt der Zug. Dann schwappt der da mit 6 km/h. Oder mit 1 km/h für den Zug, dann zum vorbei. Jeder denkt sich so,
Ey, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Da ist ein Autofahrer, der wird sich sicher denken, was machen die? Da hat der BMW oder Benzfahrer, was ist, glaube ich, ist eher ein BMW. Erst BMW. Ja, sieht mir nach einem BMW aus. Da hupt auch schon. Ah, da ist er rausgekickt worden. Kannst du einsteigen? Ich kann nicht einsteigen. Ich bin noch drin. Ich kann nicht einsteigen. Wir haben 6501 plus bekommen. Doch, wir sind wieder außerhalb der Karte. Da kann man dann einfach nur mal einsteigen. Ja. Schade. Und mit diesem wunderschönen Bild dürfen wir uns fürs Zuschauen auch schon wieder bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig mit der Folge. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Unten den roten Knopf drauf färben. Glocke aktivieren, wenn ihr nicht mehr verpasst habt, dann was von mir. Ich hab vergessen hier. Schäbung. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad im Alice-19 Alpine-DC und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. I'm still on my way, closer each day to where I belong.